Die Woche fängt wieder an bei Frequent Traveler TV mit einer Meldung, die uns zum Nachdenken anregt. Ja, ganz genau. Die Lufthansa Miles & More Kreditkarte fliegt in Zukunft mit der Deutschen Bank. Sommer 2025 ist es soweit. Die Frage, die wir uns stellen, ist, warum hat man gewechselt von der DKB? Was sind die Vorteile für uns als, ja, ich sage jetzt mal Statuskunden? Wir werden das heute in der Sendung alles besprechen. Dann haben wir natürlich auch die Frage des Tages. Was sollte man an der Miles & More Kreditkarte verbessern? Ist es so, dass ihr dem Wechsel der DKB zur Deutschen Bank entgegenfiebert oder sagt ihr, mir egal, oder habt ihr schlechte Erfahrungen mit der DKB oder der Deutschen Bank? Weitere Themen, die wir heute um 19 Uhr für euch frisch gepresst dann geben, sind zum Beispiel: KLM soll die Staatshilfen nicht so benutzt haben, wie die niederländische Regierung das haben wollte. Da gibt es wohl so ein bisschen Stress. Toulouse bekommt den A380 wieder bei Airbus ins Werk, aber leider nicht aus dem Grund, den wir uns erhoffen. Es wird kein neuer gebaut, alte müssen repariert werden. Dann haben wir einen Deal-so-ein-Deal, und dieser Deal-so-ein-Deal geht von Budapest nach Seoul mit Lufthansa für 1200, da hat es mir gerade den Monitor zerrissen, ihr habt es gerade gemerkt, 1289 Euro. Und wir schauen heute natürlich noch weiter, was wir für Themen für euch finden. Verpasst also heute nicht Frequent Traveler TV um 19 Uhr live für euch, frisch gepresst. Und ich freue mich, euch nachher zu sehen und unten eure Kommentare zu lesen. Also, bis dann. Ciao.